Willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge von Mystica TV. Heute geht es um Chakren, um Energiesysteme des Menschen, um energetische Heilung. Wieder mit dem großartigen Hartmut Lohmann. Ich grüße dich, Hartmut. Danke. So schön, wenn man so angekündigt wird, nicht? Ich freue mich, hier zu sein. Schön, freue mich auch. Du hast in der ersten Folge so ein bisschen über deinen Werdegang erzählt und da hat sich herausgestellt, dass du immer mehr auch Chakren, Energien wahrnehmen konntest und es auch immer noch kannst. Mittlerweile hilfst du vielen Menschen auf ihrem Weg, berätst sie. Vielleicht sprechen wir mal grundsätzlich über dieses Wissen, über den Menschen an sich. Mhm. Woraus besteht der Mensch? Zunächst einmal der grobstoffliche Körper, den können wir alle wahrnehmen. Dann ist auch in fernöstlichen Lehren die Rede von Chakren und von Meridianen, Meridiansystemen. Das kennt man so ein bisschen aus der traditionellen chinesischen Medizin. Mhm. Für viele ist das Fact, aber wenige können es wahrnehmen. Du kannst beides wahrnehmen? Mhm, das stimmt. Und eines der wichtigsten Dinge, die ich dadurch gelernt habe, ist, dass die Energie von uns selbst produziert wird. Wir nehmen sie nicht von außen auf, auch wenn das in vielen Texten behauptet wird. Und im Grunde genommen, das war für mich selbst ein bisschen verwunderlich, aber im Grunde genommen ist es so, dass diese Sachen sich, dass man die gar nicht trennen kann. Also ein Chakra ist im Grunde genommen eine Form der Energie und der Meridian ist die andere. Und indem die Energie von innen nach außen dringt, ist es ungefähr so wie beim Kino mit dem Diaprojektor oder dem Projektor. Die Energie dringt an die Leinwand und die verschiedenen Facetten der Energien zeigen sich in ihren in den Bereichen des Körpers. Und jetzt vielleicht so eine Kinderfrage, wo bekommen wir dann die Energie her? Genau. Also wenn man ganz hinuntergeht, und das ist eben genau das, was auch die Gurus erzählen oder was jeder erzählt, der eine wirklich tiefe spirituelle Erfahrung gemacht hat, ist das reines Sein, reines Bewusstsein, wie ein, eben das göttliche oder höhere Selbst, also dass das die Quelle der Dinge ist und auch die Quelle der Energie. Mhm. Und von dort aus breitet sie sich aus und sie ist wie weißes Licht, also wie weißes Sonnenlicht. Und wenn man das auffächert, also in so einem Prisma aufspaltet, dann hat man ja die verschiedenen Farbaspekte da drin. Und genauso ist es energetisch. Also in der Mitte ist es weiße, reine Energie und dann wird es farblich und in den verschiedenen Aspekten aufgefächert. Ja, und es gibt ja 7 Chakren. Andere sagen, es gibt viel, viel mehr Nadis. Wie würdest du das sehen? Sind es ganz klar abzugrenzende Chakren oder ist es eher alles fließend ineinander übergehend? Genau, also es gibt mehr als 7 Chakren, das schon, aber es ist eben so, das ist es ungefähr wieder wie beim Lichtspektrum. Man kann klar abgrenzen, da ist es jetzt gelb, da ist es jetzt grün, da ist es jetzt blau. Aber wenn man dann da reingeht, ja, wenn man da sehr stark reinzoomen würde, dann finden sich immer noch wie neue Mischformen dazwischen. Also man kann nicht genau sagen, es ist jetzt, also wenn man jetzt über den Kopf hinausgeht zum Beispiel und dann dort hineingeht, da wird man sicherlich noch mehr Chakren finden als jetzt nur das Kronenchakra. Aber ist es von Bedeutung, ist ja dann immer die Frage. Also was kann ich nutzen, was kann ich für mich nutzbar machen? Mhm. Das ist für mich immer die Kernfrage. Mhm. Okay, vielleicht schauen wir uns mal so ein paar esoterische Behauptungen an. Es gibt ja manche Leute, die sagen, dein Chakra ist blockiert, du musst durchatmen, dann wird's wieder. Nimmst du blockierte Chakren wahr und ist das dann für dich Anlass, da etwas zu heilen? Oder sagst du, nee, die Blockade ist im Moment schon okay, die hat ihren Sinn? Mhm. Ja, ist auch unterschiedlich, genau. Mhm. Also deswegen frage ich immer natürlich vorher, was die Leute wirklich ändern möchten. Ja. Und dann schaue ich, was nehme ich wahr, was dazu am meisten Schnittstellen zeigt oder Deckungsgleichheit besitzt in diesem Fall. Also jetzt nehmen wir an, du würdest jetzt zu mir in die Praxis kommen und hättest jetzt zum Beispiel, würdest unter mangelnder Lebensfreude leiden zum Beispiel, also leicht depressive, dann müsste man gucken, an welchem Bereich in deinem Chakren- und Energiesystem hakt es, wo ist da etwas blockiert, das exakt das erzeugen würde, was du schilderst als Problem in deinem Leben. Mhm. Also zum Beispiel, da sind wir jetzt eigentlich genau beim Thema, wie kann man das denn zum Beispiel auch mal selber wahrnehmen? Ja. Wenn du jetzt in deinen Körper reinfühlst, einfach zum Beispiel jetzt vorne in die Front, dann wirst du feststellen, dass dein Körper eigentlich nicht wie homogen ist, dass das wie eine Platte ist, sondern dass das wie eine Hügellandschaft ist, dass das ganz unterschiedliche, auch gar nicht mit dem materiellen Körper in Übereinklang zu bringende Form hat und zeigt. Und das, dem sollte man vertrauen. Also dem, wenn man da hineingeht und reinspürt, dann hat man genau diese energetische Signatur, die eben der Energie des Chakras entspricht. Und was kann ich dann damit anfangen? Also nehmen wir an, mir geht es auch vielleicht nicht so gut, habe irgendein seelisches Problem, ich spüre hinein. Was kann ich wahrnehmen? Was hilft es mir, diese Wahrnehmung wahrzunehmen? Also,
Energie, die blockiert ist, die drückt normalerweise auf uns. Also eine Blockade wird sich so anfühlen, da das ja Energie ist oder ein Gefühl ist, das ich verdrängt habe, das ich nicht haben möchte. Werde ich diese Energie also genommen haben und wegdrücken und diese Energie will wieder zu mir zurück und das ist dann dieses Tauziehen. Ja? Und dieser Druck, den kann ich spüren, dass etwas auf mich drauf drückt. Also am ehesten, das kennt auch jeder im Grunde genommen, ist zum Beispiel hier, so an diesem Bereich. Ja? Also wenn hier so im Herzbereich etwas drauf drückt, das wäre dann zum Beispiel eben Trauer. Wenn es so dreieckig ist zum Beispiel, Angst zeigt sich eher so strichförmig, wenn man mal genauer reinspürt, richtig? Und so kann man ungefähr Kontakt dazu aufnehmen und merkt dann, okay, so verhält sich die Energie und das Gefühl steckt dahinter. Mhm. Und wenn ich jetzt da mal tiefer gehe, nehme an, da ist eine Angst da, ich kann es vielleicht sogar so ein bisschen wahrnehmen, ich weiß vielleicht in Gedanken, aber will es nicht wissen, muss ich mir dessen erstmal bewusster werden, um es heilen zu können? Wie kann ich damit arbeiten? Was kann ich tun? Ja, das ist ganz unterschiedlich, da gibt es verschiedene Ebenen. Also man kann ganz einfach in das Gefühl hineingehen, also wirklich, man spürt da einen Druck. Und dann gestattet man, dass diese Energie gefühlt wird. Das ist sicherlich eines der schwierigsten Dinge, denn das heißt, dass man wirklich ins Emotionale geht und dann, wenn es Trauer zum Beispiel ist, dass man dann auch weinen würde, also durch den Trauerprozess hindurchgeht. Mhm. Wahrscheinlich erscheinen da manchmal auch Bilder, vielleicht aus Erinnerungen oder so. Ja? Genau, diese Bilder auch einfach zulassen? Genau. Mhm. Das ist natürlich der aufwendigste Weg oder der mit am schmerzhaftesten ist. Dann die nächste, das wäre so die Gefühlsebene, auf der man das behandelt. Dann darunter ist die Energieebene. Denn die Reihenfolge ist, dass erst die Energie da ist und dann das Gefühl. Mhm. Und das heißt, dass ich es dann rein energetisch behandeln würde. In dem Fall, wenn du es jetzt selber machen möchtest, ist es so, dass du einfach das Druckgefühl nimmst in deinem Körper und das als Energie verstehst und diese Energie in dich hineinlässt. Wie so vielleicht Luft, die so in dein Herz hineingeatmet wird. Das mache ich eher so, dass ich mir das einfach vorstelle. Also nicht mit einer Hand irgendwas machen. Okay. Mhm. Energie folgt der Aufmerksamkeit, sagt man, aber sie folgt auch der Vorstellung. Deswegen ist das, was wir mental erzeugen, kein Schnickschnack oder ist es nicht einfach irgendeine mentale Produktion, sondern hat tatsächlich energetische Auswirkungen. Das sieht man daran, dass man ja mental zum Beispiel sich hervorragend Angst machen kann. Indem man sich einfach nur etwas vorstellt, was passieren könnte, ist plötzlich Angst da. Das zeigt eben sehr schön, dass wir eben mit unserem Geist Energie erzeugen können. Und diese Energie wird dann der Vorstellung auch folgen. Und es geht eigentlich immer darum, dass ich Vorstellungen erzeuge, also wenn ich Kontakt zu der Energie habe, dass ich Vorstellungen erzeuge, die dazu führen, dass die Energie wieder zu meinem Gesamtsystem dazugehört. Ist es da hilfreich, sage ich mal, zusätzlich zu beten und um Hilfe zu bitten? Oder eigentlich gar nicht nötig? Also so arbeite ich persönlich nicht. Mhm. Ich kann es deswegen jetzt auch nicht empfehlen, weil da habe ich jetzt keine Erfahrung. Was ich immer empfehle, ist eben, da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Methoden, dass man schaut, dass diese Energie, die in Trennung zu mir lebt, dass ich die wieder zu mir zurücknehme. Mhm. Also anderes Beispiel, man könnte zum Beispiel sagen, ich darf so fühlen zu dieser Energie. Also dass ich mir überhaupt erstmal gestatte, dass diese Energie in mir drin ist und dieses Gefühl. Das ist eins der wichtigsten Dinge, warum wir überhaupt etwas verdrängen, weil wir uns nicht gestatten, dass dieses Gefühl sein darf. Ja, da haben wir im Vorfeld schon drüber gesprochen, dass eben die Gefühle wohl nochmal eine viel stärkere Energie haben oder eigentlich Energie sind im Vergleich zu Gedanken, die das dann vielleicht steuern. Und du, oder? Stimmt es? Beides ist Energie, Gedanken und Gefühle. Okay, beides ist Energie. Wenn ich ein Gefühl unterdrücke, dann kann ich krank werden. Ja, das stimmt. Und ein Beispiel hast du im Vorgespräch genannt, Wut. Wie kann ich jetzt selber überhaupt wahrnehmen, dass ich vielleicht die Wut unterdrücke? Ja, was sagt denn der Volksmund? Das finde ich immer ganz spannend. Der Volksmund ist sehr, sehr weise. Der sagt, man hat die Wut im Bauch oder ich habe Wut im Bauch. Mhm. Man sagt nicht, ich habe die Wut im Kopf oder die Wut in der Schulter oder so, sondern im Bauch. Und das ist ein deutlicher Hinweis, weil tatsächlich da unten das zweite Chakra sich befindet, das zweite von unten. Ich nenne es das Vitalchakra. Und dort ist die Quelle der Wut. Dort wird die Energie der Wut produziert. Mhm. Genauso wie die Energie der Sexualität und der Körpertemperatur. Und das beides ist verbunden mit dem Immunsystem. Denn es liegt eigentlich auch nahe, wenn man darüber nachdenkt, das Immunsystem muss aggressiv sein, muss wütend sein. Wenn es das nicht ist, macht es seinen Job nicht richtig. Mhm. Deswegen, es geht so weit gehen. Ich hatte eine Klientin, die hatte ihre Wut so stark unterdrückt, dass das Immunsystem zusammengebrochen ist. Mhm. Also, weil es nicht mehr seinen Job gemacht hat, es war nicht mehr aggressiv genug. Ja? Also, solche Fälle gibt es und das zeigt eben, wie wichtig es ist, zum Beispiel auch Wut wirklich zuzulassen. Mhm.
Also Wut brauchen wir, ist eine ganz natürliche Art des Ausdrucks. Und wenn ich jetzt die Vermutung habe, ich kann meinen Wut nicht so ausleben, dann habe ich möglicherweise im Bauch auch gar kein Gefühl dazu, oder? Genau, also das ist eins der Chakren, die am meisten ausgespart werden. Der Psychologe würde sagen, so verleugnet werden, auch bei sehr spirituell entwickelten Menschen. Oder gerade bei spirituellen Entwicklungen, weil ich denke, der Glaubenssatz bei vielen ist ja, du darfst nicht aggressiv sein, ich bin heilig und immer positive Gedanken. Der Irrglaube ist, glaube ich, dass man denkt, dass Wut oder wenn ich das Gefühl zulasse, also Liebe zuzulassen und Freude zuzulassen, wunderbar, das haben wir alle kein Problem mit. Aber wie lasse ich Wut zu, ohne auszuflippen? Das ist ja so die Frage. Und es ist eben auch so, dass ich das am besten auch rein als Energie zulasse. Nicht als Ausdruck, dass ich irgendwie jetzt ausflippe, irgendwas kaputt haue, sondern dass ich es als Energie begreife, die sich eben zeigt, wenn sie blockiert wird, als Druckgefühl im Unterbauch. Und dieses Druckgefühl ist eben wie komprimierte Energie und die lasse ich sich ausbreiten, wie ein Gas, das plötzlich wieder das ausströmen darf. Und diese Energie lasse ich einfach durch den Körper strömen, wie sie es möchte. Mehr will die gar nicht. Es ist nicht so, als müsste man irgendwas tun. Das ist das, was wir immer denken, wenn man einen Impuls zulässt, dass man dann auch diesem Impuls folgen müsste. Aber das stimmt überhaupt nicht. Es ist ein Impuls da und wenn ich den Impuls einfach nur zulasse, dann kommt der und geht wieder. Und es bleibt nichts übrig. Es ist doch wahrscheinlich eh so, dass im Grunde die Seele und der Körper immer danach strebt, gesund und ausgeglichen zu sein. Absolut. Was kann ich jetzt tun in den bewegten Zeiten? Viel Stress und ich bin dauernd im Kopf. Also nicht ich persönlich, aber ich auch persönlich, Sie vielleicht auch, meine Damen und Herren. Es ist viel los, ich komme kaum zur Ruhe. Gibt es vielleicht eine Übung oder gibt es etwas, was ich tun kann oder mehr Dinge, die ich tun kann, um ein bisschen mehr in, ich sag mal, harmonischen Ausgleich mit mir selbst zu kommen, mich zu entspannen? Also was ich eben immer empfehle, ist, dass ich im Grunde genommen das, was zur Verdrängung geführt hat, das folgt in drei Schritten, dass ich dieses Spiel rückgängig ablaufe, also dass ich das einfach in umgedrehter Reihenfolge abschreite. Was passiert, wenn ich etwas verdränge? Erstmal das. Wenn ich etwas verdränge, dann entsteht ein Gefühl in mir, das ich nicht akzeptiere. Ich möchte nicht, dass dieses Gefühl da ist. Dann nehme ich dieses Gefühl, mache es klein, ich drücke es weg, ja? Und hinterher behaupte ich dann vielleicht noch, dass ich es gar nicht habe. Also das sind so drei Schritte, die zur Verdrängung führen. Wenn man diese Gefühle jetzt aufarbeiten möchte und wieder integrieren möchte, muss man genau die umgedrehten Schritte ablaufen. Also sage ich fühle erstmal in mich hinein, fühle in den, wie gesagt, immer vom Körper ausgehen, denn der lügt nicht. Also das finde ich immer ganz gut, dass man einfach mit dem Körperausdruck arbeitet und dem vertraut, was dort drückt. Ja, also wenn mich etwas bedrückt, ja, dann ist da auch etwas. Und diese Energie, mit dieser Energie arbeite ich und sage jetzt, okay, ich fühle dort hinein, ich fühle die Energie, wie sie sich zeigt, wo sie drückt, und gestatte dieser Energie, dass sie sich ausbreitet. Ich mache sie größer, so in der Vorstellung. Und ich nehme den Satz, ich darf so fühlen. Und anschließend, wenn ich das Gefühl habe, okay, sie wird größer, ja, ich gestatte ihr bereits, dass sie sich in meinem Körper ausbreitet, dann folgt der Schlusssatz, das bin ich. Ich bin diese Energie. Was dann passiert, ist, dass die Energie, die vorher sich zwar ausbreitet, aber immer noch in Trennung zu mir ist, weil sie immer noch drückt, dass sie vollständig integriert wird und dadurch wieder Teil von mir wird. Und zwar vollständig. Wenn dieser Prozess nicht abgeschlossen ist, dann wird es wieder ein Druckgefühl geben, dann sinkt die Energie wieder zurück und es wird wieder ein Druckgefühl geben an der alten Stelle. Ist der Prozess abgeschlossen, habe ich es wirklich zugelassen, diese Energie, ist der Druck verschwunden. Auch da kann man sich vertrauen, weil man fühlt es ja, entweder ist es weg oder ist es nicht. Ja, spannend, ja. Das klingt sehr spannend, sehr interessant und man denkt vielleicht, naja, kann ich das nachprüfen? Aber du hast ja in deinem Buch auch ein bisschen wissenschaftliche Belege dafür gefunden. Da tut sich auch einiges in der Wissenschaft. Also der Mensch ist ein elektromagnetisches Wesen, das wusste man schon, aber auch dieser Austausch der Informationen untereinander, was gibt es da für Belege? Was hast du da gefunden? Ich denke, eines der eindrücklichsten Hinweise auf diese Ebene der Realität und dass da etwas existiert, was vom Bewusstsein des Menschen beeinflusst werden kann, hat die Princeton University gezeigt. Und die hat also weltweit sogenannte REGs, Random Event Generators, aufgestellt. Und dort wird also in diesen Apparaturen wird der radioaktive Zerfall von Strontium gemessen. Der ist rein zufällig. Man weiß nicht genau, wann ein solches
Atom zerfällt und wann nicht. Das heißt, man hat dort einen Zufallsgenerator, wenn man möchte. Ja? Diese wurden also weltweit verteilt. Und was dann diese Studie herausgebracht hat, ist, dass immer wenn besondere Ereignisse stattgefunden haben, wie zum Beispiel eben am 11. September der Zusammensturz des World Trade Centers oder der Super Bowl in Amerika oder ein besonderes Ereignis, ein herausragendes Ereignis, dass die Zufallsgeneratoren signifikant von dem Durchschnitt abwichen. Jetzt erinnere ich mich, das ist, glaube ich, dieses Global Consciousness Projekt, so heißt es, glaube ich. Ja, ja, genau. Sehr faszinierend, genau. Stimmt. Genau, ja. Und das noch Faszinierendere ist, glaube ich, dass es immer sogar mehrere Tage, bevor dieses Ereignis stattgefunden hat, selbst wenn es ein völlig zufälliges Ereignis war oder ein nicht vorhersehbares Ereignis, wie der 11. September, dass auch da ein signifikanter Anstieg vorher passiert. Es ist wie ein wie bei einem Vulkanausbruch, wo die Nadeln also vorher auch schon, bevor der Vulkan ausbricht, ausschlagen. Genauso scheinen diese Zufallsgeneratoren also sensibel zu reagieren, bevor etwas geschieht. Und das scheint eben durch das Bewusstsein, durch eine Art kollektives Bewusstsein, wer auch alles da immer involviert sein mag, nicht nur wir Menschen wahrscheinlich, scheint das ausgelöst zu werden. Interessant, ja. Ja, jetzt haben wir viel über Wut und heftige Sachen gesprochen. Sehr, sehr interessant, dieser Beleg. Vielleicht zum Abschluss noch etwas. Ja, wir alle sehen uns nach Glück, nach Zufriedenheit, nach Freude. Was können wir tun, um da so ein bisschen mehr in diese vielleicht sogar eigentlich natürlichen Zustand einer Lebensfreude zu kommen? Also der erste Schritt wäre sicherlich, dass ich mir selber gestatte, eine positive Vorstellung zu erzeugen, in der ich mich wohlfühle oder wohlfühlen würde. Also nehmen wir an, ich würde mich einsam fühlen, ich sitze zu Hause und fühle mich einsam. Warum stelle ich mir nicht vor, dass ich in Gesellschaft bin? Ganz einfach, weil wir mal in der Schule gelernt haben und auch von den Eltern, so Tagträumen soll man nicht und Kopfkino ist verboten und so. Aber wenn wir die Kinder anschauen, dann sehen wir im Grunde genommen, dass die ja ständig mit ihrer Fantasie und dann natürlich auch mit ihrer Energie spielen und damit Dinge produzieren, wo sie positiv drauf reagieren. Ja? Und wir haben uns das irgendwann verboten. Also zum Prozess des Erwachsenwerdens gehört bei uns leider kulturell, gesellschaftlich gesehen dazu, dass wir uns dieser Energie berauben, dass wir uns dieses nicht mehr erlauben. Und das ist sehr schade. Und das geht dann so weit, dass Menschen sich ab irgendeinem Punkt, dass sie es gar nicht mehr können. Es gibt Menschen, die können sich gar nicht mehr vorstellen, dass ihnen etwas Positives widerfährt. Also dass sei es auch nur, dass sie einen Mensch zärtlich berührt oder liebevoll berührt. Und das ist etwas, was ich sehr empfehlen kann, dass man daran erstmal arbeitet, dass man das vielleicht versucht. Also je nachdem, welches mein Bedürfnis ist, dass ich einfach mal versuche, mir das in der Vorstellung zu gestatten, dass das befriedigt wird, dieses Bedürfnis. So ein bisschen spielerisch und hineinfühlen. So. Genau. Was dann passieren wird, ist, dass diese Energie, die ich dann, ich habe ein Bedürfnis, das ist eine Energie, und wenn ich die Antwort darauf erzeuge, dann kommen wie zwei Teile zusammen, nicht das Problem und die Lösung. Und dann lösen sich die Sachen auf. Ich danke dir, Hartmut. War sehr interessant, auch für mich. Ja, man lernt nie aus. Schön, dass du hier warst, und vielleicht machen wir mal wieder einen Talk. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Dankeschön. Danke auch Ihnen, meine Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal bei Mystica TV.